zerstört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Hallo Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schreiben Folge 7 von 217 im Projekt 217 und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich in der Dark Zone gelandet. Unser Protagonist Hank hat mich dazu überredet, denn wir werden jetzt mal der Sache bzw. der Behauptung auf den Grund gehen, dass es hier gute Ausrüstung zu farmen gibt. Das Ziel ist, jetzt so schnell wie möglich auf Dark Zone Rang 15 zu kommen. Warum Dark Zone Rang 15? Ganz einfach, erst ab Rang 15 können wir die Kisten in der kontaminierten Zone, also in den kontaminierten Zonen, Mehrzahl, öffnen, looten und dann das Zeug auch bergen. Und ja, wie gesagt, dazu müssen wir jetzt so schnell wie möglich DZ Rang 15 erreichen. So, da haben wir auch schon unseren ersten Elite- bzw. benannten Gegner, den Claxton. Wie man sieht, kann man auch schön aus der Deckung rausschießen, ohne dass man seinen Kopf rausstreckt. Und wir sind innerhalb dieser kurzen Zeit schon mal auf Dark Zone Rang 6. Boom, Rang 7. Das Ganze ist natürlich jetzt etwas zeitkomprimiert, ganz klar. Aber ich werde euch am Ende sagen, wie lang ich insgesamt gebraucht habe. Hier haben wir Rang 8 erreicht. Und das dauert nicht lang. Also es ist wirklich sehr schnell erreicht. Man rennt ja auch an jeder Ecke in irgendwelche Kisten rein. Da ich Dark Zone Schlüssel habe, nehme ich das mit. Versiegelter Behälter nehmen wir immer gern mit. Die Mündungsfeuerbremse können wir liegen lassen. So, weiter geht's. Im lustigen Schlachtfest. Rang 9. An Gegnern mangelt es uns hier nicht. Und das sind die Kisten, um die es geht. Schauen wir uns das mal an. Hier sieht man es. Erforderlicher DZ Rang 15, ihr Rang 9. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und zack, Rang 10 erreicht. In der Dark Zone ist nicht ganz so, also das PvE in der Dark Zone ist nicht ganz so Kindergarten wie außerhalb im Open World. Das ist schon ein bisschen knackig. Man muss da auch tatsächlich aufpassen, weil die Gegnerdichte ist da relativ hoch. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mit denen hier beschäftigen, kann es durchaus sein, dass von hinten plötzlich welche auftauchen. Und wenn man allein ist, ist das manchmal dann schon ein bisschen... Hier hatte ich zum Beispiel auch Glück, dass dieser Elite-Typ die Treppe wieder runter ist. Wenn er weiter auf mich los wäre, hätte er mich gehauen oder irgendwas, dann wäre es rum gewesen. Also Kolbenstoß, Melee-Attack, dann hätte er mich gehabt. Zack, Rang 11. Ich bin da auch jetzt während dieser kurzen Zeit, die ich in der Dark Zone war, auch sehr erstaunt wieder, wie krass der Unterschied ist zwischen dem, was man jetzt machen kann in der Dark Zone, also wie stark die Gegner sich anfühlen und der gefühlten Stärke der Gegner, wenn man dann mit einem zum Beispiel Classified Stürmer Set später da reinkommt. Was auch immer wieder geil ist, sind so diese Aktionen wie hier jetzt, wo die einzelnen AI-Fraktionen dann auch noch volle Pull aufeinander losgehen. Und das ist auch kein Kindergarten, also die geben sich schon richtig gut. Und das Irre ist, wenn wir jetzt da zum Beispiel einfach mit reinspringen würden und irgendjemand angreifen, dann würden alle, die jetzt eigentlich gegeneinander kämpfen, plötzlich sich gegen uns wenden. Also das gilt zu vermeiden. Hier habe ich versucht, eine Nachschublieferung zu erobern, aber das gestaltete sich schwierig, denn da waren wirklich lauter goldene und gelbe Gegner dabei. Und da habe ich dann lieber den Rückzug angetreten. Allerdings bin ich dann immerhin mal... nochmal Level 13 geworden. Hier musste ich jetzt erstmal verschnaufen, weil ansonsten hätten sie mich gehabt. Bis zu der Ecke hätte ich es nicht mehr geschafft. Jo. Und jetzt nur noch ab durch die Mitte, weg hier. Ja, man muss auch mal eingestehen, wenn man nicht stark genug ist und dann
Ja, Rückzug antreten. Ist keine Schande. So, jetzt erstmal verschnaufen hier. Okay, weiter geht's. Wir müssen Rang 15 erreichen. Flammengeschütz leistet wie immer hervorragende Arbeit. Bam, Rang 14. Noch einer. Der läuft jetzt gleich in eine schöne Überraschung rein, der Kollege. Schrotflinte. Einfach nur Fun. Die SKS-Taktik. SKS-12-Taktik. Superschön. So, auch mal schön gerne aus der Entfernung reinholzen. Und bam, jetzt haben wir es geschafft. Rang 15. Ab jetzt können wir nicht nur die Kisten looten, sondern ab jetzt können wir dann auch in den, ja, bei den Dark Zone-Händlern einkaufen. Das werden wir auch gleich dann machen. So. Wie man sieht, bevor man Rang 30 erreicht, ist in den Kisten nur einzelne Ware drin quasi. Und ab Rang 30 sind dann versiegelte Behälter drin. So, jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen ausrüsten. Das ist ein sehr schöner Schoner, den nehme ich mit und lege ihn auch gleich an. Der pusht alle drei unsere Werte. Ja. Weiter looten. Wir haben 9 Plätze im Dark Zone Inventar. Die sind jetzt voll. Und dann müssen wir uns jetzt um das Ausfliegen kümmern. Und das werden wir an meiner Lieblingsbergungsstelle machen. Nämlich hier auf dem Dach von dem Parkhaus in der Dark Zone 2. Wer meine Survival-Videos gesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich nur hier bergen lasse. Hat natürlich mit dem Hunter zu tun und damit, dass ich mich im Treppenhaus gut verschanzen kann. Hier sieht man sehr schön, wie die AI auch durchs Treppenhaus hochkommen. Wenn wir gleich mal die Brandgranate ausrüsten. Weil jetzt kommt es natürlich darauf an, hier die Landestelle bzw. die Bergung von Gegnern zu säubern. Jo, der war noch Rang 17 erreicht. Rang 16 haben wir übersprungen, das war irgendwo zwischendrin. Das ist das ACR, das ich bei der Dark Zone Händlerin gekauft habe. Sehr schön. Gefällt mir auch sonst im Game sehr gut. Was noch besser ist, ist natürlich das verbesserte ACR. Da gehe ich lieber wieder in Deckung, da kommen nochmal welche. Das verbesserte ACR ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingssturmgewehre. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt, glaube ich, nur 1 Minute 30 Zeit, die Ware anzuhängen. 1 Minute sogar nur. Schweres Geschütz auffahren. Noch 40 Sekunden. So, Landestelle ist frei. Wir hängen unsere Ware an. Ja gut, das war easy. Nur gut, dass keiner von den AIs mit irgendwelchen Luftabwehrraketen ausgerüstet ist. Mit das Zeug, dann können wir hier weg. Ist immer wieder schön zu sehen, wie das Paket da reinfährt. Gut, das lief nicht schlecht. Dann schauen wir uns mal an, was wir da rausgeholt haben. Sie
gehen aus der Dark Zone. Erstmal alles wieder auffüllen. So, unter dem Reiter geborgen finden wir, was wir geborgen haben, wie der Name schon sagt. Nehmen wir jetzt alles ins Inventar und dann schauen wir es uns an. Die Kiste müssen wir extra aufmachen. Naja, abgesägte doppelläufige Schrotflinte. Ist jetzt nicht so der Burner. Gut, also was haben wir denn? Schauen wir gleich mal ins Inventar. Wir haben P416 Militärversion, ist auch ein sehr, sehr gutes Sturmgewehr. Die Werte, naja, ein bisschen besser wie das ACR. Dann haben wir das SCAR-L als Sturmgewehr, gibt es ja als SCAR-H auch als Präzisionsgewehr. Und nochmal ein SCAR-L mit sehr guten Werten und eine verbesserte AOG-Maschinenpistole. Okay, es ist nicht so der Hit, aber es gibt ein paar Sachen, die wir benutzen können. Die abgesägte Schrotflinte wird es wohl nicht werden. Dann haben wir noch ein paar Mods rausgeholt, einen Leistungsmod und einen Waffenmod. War jetzt nicht der Burner, muss ich zugeben. Aber es sind ein paar Sachen dabei, die man durchaus benutzen kann, um uns jetzt auch von Stufe 26 wieder auf Stufe 30 zu bringen. Vor allem können wir jetzt mit den Dark Zone Credits, die wir ja schon von unseren ersten Charakteren haben, noch ein bisschen was einkaufen. Ja, das soll es gewesen sein. Die ganze Aktion hat 1 Stunde und 11 Minuten gedauert und ehrlich wird am längsten, ich bin dabei 3-mal gestorben. Bis zum nächsten Mal, euer Ü40.